Das haben wir gemacht. Der absolute Knaller. Das war super, ja? Aber guckt's euch bitte selber an. Ja, hallo, da sind wir zwei Hübschen wieder. Und heute, ach, wir haben eigentlich jedes Mal haben wir einen Kracher. Aber der Kollege hat sich so richtig ins Zeug gelegt. Der absolute Wahnsinn. Und wir sind selber hin und weg. Wir hätten das nicht gedacht. Nämlich, Sie erinnern sich noch an unsere Folge zum Thema High Performer. Ja, High Performer. Und es gibt, ja, es gibt eine ganz tolle Sache. Nachdem immer wieder rumdiskutiert wurde, kann man eigentlich mit diesen ganzen Sachen seine Stromrechnung bezahlen. Likes, Follower, diesem ganzen Gedöns, hat der Kollege gesagt, das müssen wir mal klären. Und wir zwei haben es gemacht. Wir sind zum örtlichen Stromerzeuger gegangen und haben gefragt, ob wir unsere Likes und unsere Follower, ob wir die eintauschen können gegen Kilowattstunden, weil wir bieten ja High Performance. Ja, und High, das ist hoch. Das ist hochspannend, Hochspannung. Und das haben wir gemacht. Der absolute Knaller. Das war super, ja. Aber guckt es euch bitte selber an. Ja, guten Tag. Mit wem von Ihnen beiden habe ich denn telefoniert? Mit ihm hier. Dann sind Sie der Herr Kollege. Und wer sind Sie? Also ich bin der Herr Klems, der Kollege hier vom Kollegen. Also sind Sie eigentlich der Herr Kollege? Nein, er ist der Herr Kollege, ich bin der Herr Klems. Ja, ist ja gut. Ich versuche es ihm ja nur zu erklären, ja? Also ich merke schon, Sie wissen soweit Bescheid, um was es geht. Hat Ihnen der Herr Kollege alles soweit erklärt? Ja, hat er mir erzählt. Wir sind ja auch Kollegen. Ja, das hatten wir gerade schon. Ich kann Ihnen das gerne nochmal erklären, also wie wir zwei hier. Nee, lassen Sie das bitte mal. Also Sie beide, also Sie, Herr Klems und der Herr Kollege, Sie wollen beide an unserem Programm Strom durch Performance teilnehmen, richtig? Ja, ich will. Quatsch, wir wollen. Also das Prinzip ist relativ einfach. Sie verdienen Kilowattstunden durch High Performance, also durch Social Media und Likes. Jetzt müssten Sie mir beide mal sagen, was Sie überhaupt können. Also es ist relativ einfach. Ich rede und er wackelt mit dem Kopf. Ja, ist doch so, oder? Okay, das ist jetzt nicht sehr viel. Welche Social Media Kanäle haben Sie denn so auf dem Repertoire? Also wir haben YouTube, wir haben LinkedIn, wir machen ein bisschen Facebook, ja, dann machen wir ein bisschen Twitter. Ach ja, und eine Webseite haben wir auch. Webseiten können Sie vergessen. Das war mal. Heutzutage können Sie damit vielleicht noch ein bisschen statische Aufladung verdienen. Ja, aber YouTube und LinkedIn, das ist doch schon was. Noch eine Frage. Sind Sie schon mal mit dem Fahrrad hingeknallt? Können Sie tanzen? Nicht alle Latten am Zaun? Sich die Klöten gehauen? Gestürzt? Haben Sie sowas drauf, sich so richtig so zum Volldeppen zu machen? Ja, also so richtig die Honks vom Dienst. Kriegen Sie das hin? Muss man das? Ach übrigens, mit dem Volldeppen hatte er Sie gemeint. Also wenn Sie nicht alle Latten am Zaun haben, dann würde ich Ihnen TikTok empfehlen, weil wir haben nämlich hier ein Sonderprogramm, nämlich das Sonderprogramm Die Honks vom Dienst. Da gibt es dreifache Kilowattstunden für Videos, aber nur auf TikTok. Also ich glaube, das ist nichts für uns. Wir sind relativ bodenständig, wenn Sie wissen, wir brauchen was Solides. So, konservative Kilowattsammler. Sagen Sie mal, wie groß ist so auf LinkedIn Ihre Klatscharmee? Bitte was? Klatscharmee? Hä? Ja, das sind Leute, die jeden Müll liken und mit Kommentaren belegen. Ist bei den Kommentaren irgendwas mit energiereich und viel Energie vorhanden? Nein, wir wollen was Solides, was Langfristiges. Ja, was ist denn so mit LinkedIn und YouTube? Haben Sie da einen Tipp für uns? Ich darf das ja eigentlich nicht, aber ein kleiner Tipp von mir. Sie müssen so richtig auf die Sahne hauen. Also das mit der Sahne bekommen wir hin. Wir haben schon mal was mit Glühwein gemacht. Das war stark. Oh weia, Sie müssen so richtig einen auf dicke Hose machen.
zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Fake it till you make it. Sagt Ihnen das was? Bekommen wir hin. Wir haben jede Menge Rasen. Rasen? Wie meinen? Quatsch. Ich meinte, wir haben jede Menge Hasen. Ja, das ist doch was. Dann würde ich Ihnen unser Programm Einhorn empfehlen. Relativ einfach und bringt gut Kilowattstunden. Sie müssen nur dauerhaft einen auf super erfolgreich machen. Das hört sich doch gut an, nicht wahr? Gut. Dann hier unterschreiben und wir machen den Rest. Und vor allen Dingen, jeder Dumpfkommentar bringt Ihnen Energie ins Heim. Eine Frage haben wir noch. Oh Mann, was ist denn jetzt noch? Ist doch total einfach. Wie kommt man denn aus der Nummer wieder raus? Wie raus? Ja, kündigen, aufheben, aussteigen. Nee, das können Sie vergessen. Aus der Nummer kommen Sie nicht mehr raus. Sie kennen doch den Spruch. Ist der Ruf einmal ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert. Und Sie müssen sich ja auch nicht unbedingt nackig machen. Okay, dann machen wir das. Das ist schon cool. So Strom auf Likes. Unterschreiben wir? Gut, dann unterschreiben wir. Tja, wer hätte das gedacht? Ja, jetzt kriegen wir den Strom kostenlos. Das glaubt man gar nicht, doch das geht. Wir wollen es ganz einfach zeigen. Wir haben eine handelsübliche Glühbirne hier und sobald wir in der Nähe sind, ja, sobald wir in der Nähe sind, dann leuchtet das Ding. Ja, gehen wir ein bisschen weiter weg, dann geht die aus. Ja, wir können Strom erzeugen, weil wir High Performer sind. High Performance, Hochspannung, ja. Wir liefern hochspannende Sachen ab und das können wir vergüten in Strom. Klasse, wir sind vollkommen autark, ja. Und dass wir mit so vielen Likes und mit so vielen Followern noch so eine Kohle machen können, hätte man nicht gedacht. Aber es geht. Leute, marschiert zu eurem örtlichen Stromerzeuger. Legt ihnen die LinkedIn, Facebook, Twitter und vor allen Dingen jetzt ganz neu TikTok-Ausdrucke vor, wie viele Leute euch folgen. Ihr werdet staunen. Da geht euch eine Birne auf, eine Lampe auf. Der absolute Hammer. Also, haut rein, seid mobil, macht Likes, bietet High Performance. Dann läuft das. Dann kommt der Strom schon von selbst aus der Steckdose. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Ciao.